Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz. Ja, was wir heute machen hier, ne, wie ihr seht, seht ihr ja erstmal nicht, ne, nicht viel. Was wir heute machen, dazu brauchen wir das, nicht? Ein kleines Teppichmesser, nur ne? Immer Vorsicht mit den Teppichmesser, sind immer ganz gefährlich. Ne? Seht ihr es überhaupt? Oh, ich muss mal hier, so muss ich es legen. Ja, wir brauchen heute mal denn meine Lieben, wir haben hier das. Wir haben heute mal was zum Auspacken. Und da sind wir doch schon ganz gespannt, was es so gibt zum Auspacken. Schön gebrauchter Karton, nicht? Schön, hier ist schon eine Ecke ein bisschen angebumst, aber das macht ja nicht. Wir schlitzen hier einfach auf. So, ne, das geht gar nicht. Aufpassen, dass wir nichts anderes zerschneiden, und wir sind da ganz vorsichtig hier. So. Und so. Ah, und so. So, dann tun wir mal das Messer zur Seite, eben uns noch verletzen hier. So, da haben wir erst einmal ein Päppchen mit Muster. Ne? Haben wir schön. So, dann schön türkis oder blaufarbenes Papier. Was haben wir da? Kabellage, Netzkabel, Ladekabel und wir haben. Zwei Controller. Tja. Kabellage. Jo. Oh Gott, was kann man hier jetzt? Dead Island Rapidite. Hoffnung stirbt zuletzt, stellt die Stadt Zombie-Apokalypse. Und zwar steht dann hier schon drauf, für was es ist. Für die PS3. Die haben wir jetzt hier. Ich habe mir nämlich bei eBay eine PS3 erworben. Da hätten wir das gute Stück. Eine PS3. Auslieb, weil mit Linux, die 4 habe ich ja schon, man für die PS3 viele schöne Spiele gibt. Ne? Die man sich noch zulegen kann. Und da kommen wir dann zu dem Karton. Da nehme ich den jetzt aber mal runter, weil, ja. Das Leben habe ich mir geholt. Die sieht ja soweit noch ganz praktisch aus. Mal gucken, ob sie denn so funktioniert, wie sie sein soll. Da ist einschalten und hier ist bestimmt. Ach so, das ist wie eine Wippe. Aha. HDMI-Anschluss hat sie, das ist schön. Dann kann ich nämlich dasselbe Prinzip mit aufnehmen wie die PS4 machen. Da hoffen wir, dass er irisch funktioniert. Wenn man einfach so reinlädt. Nichts mit raus und rein. Das ist schon sympathisch. Ne? Weil wenn das so und der andere die CD nicht mehr hergeben will, dann sieht es schlecht aus. Ja. Mit zwei Controllern. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Zwei Controller. So, dann gucken wir mal. Und dann habe ich nämlich ein ganzes Paket mit Spielen dazu. Das ist eins. Ja, da haben wir hier was, Hunter Edition Crisis 3, FSK 18, 100% Uncut. Oh Gott, das Cheese-Spiel, wie gesagt, sowas habe ich ja noch nie gespielt. Ja. Dann haben wir GTA 5, habe ich ja noch nie gespielt, keine Ahnung. Oh, hier ist die Hülle ein bisschen kaputt, aber GTA 5, ja, guckt an. So, dann haben wir Red Dead Redemption. Also bestimmt der erste Teil, so wie es aussieht. Für die PS3 und noch alles drin. Ja. Auch noch alles drin. So, dann haben wir hier, weiter geht's. Was haben wir noch? Was ist das? Metal Gear Rising.
Revenges. 100% Uncut. Oh Gott, solche Spiele. Ich habe sowas noch nie gespielt. Wenn das ist so Baller- und Bums-Spiele, was? Metal Gear Rising Revenges ist ein beeindruckend episches Actionspiel im Metal Gear Solid-Universum. Steuern Sie den Cyborg Ninja Raiden, aha, der sich mit einer Hochfrequenzklinge durch nahezu Materialien schneiden kann. Oh Gott, na da. Na da, wie gesagt, in solchen Baller-Spielen, Bums hier, ne? Bums-Valera-Spielen hier. Killzone 2. Keine Jugendfreigabe. Uiuiui. Begegnen Sie die Wut Elgens. Meine Güte. Was haben wir hier noch? Resident Evil. Das ist bestimmt der erste Teil, ne? Resident Evil, du. Na, guck einer an. Agent Chris Redfield und seine Partnerin. Shiva immer. Mhm. Die Angst, die du nie vergisst. Resident Evil. Okay, eine Jugendfreigabe hier. Hm? So, was haben wir hier noch? Zwei. Saints Row, The Dirt. Wie gesagt, ich kenne viele gar nicht. Call of Duty 4, ne, das Modern Warfare. Ne. Ein schönes Ballerspiel, keine Ahnung. Wie gesagt, sowas wäre ich wahrscheinlich. Bringe ich ja eh nicht. Seht ihr ja schön, wenn man mit Blends. Ja, Garden Warfare. Wie ich mich da anstelle, da könnt ihr euch ja vorstellen, was das wird. So, was haben wir hier? Platinum auf PlayStation. Gran Turismo 5 Prolog. Rennspiel. Wir haben hier drüben noch ein bisschen Platz. Oh, da sieht man gar nichts. Hier, ich muss es ein bisschen weiter hier hin. Wir legen die mal hier vor und machen das mal so. Split Second, Velo City, auch ein Rennspiel. Gebraucht. 44,99 gebraucht, kommt das mal, wenn ich den Preis hier richtig deute. Oh, ja, Little Big Planet. Keine Ahnung, was das sein soll hier. Ladet ihr coole neue Kreationen runter. Willkommen bei einer faszinierenden neuen Welt, in der alles möglich ist. Steuere deinen eigenen Sackboy. Was, ne? Und suche nach farbenfrohen Charakteren und cleveren Kreationen. Nun, da guck ich mal, das ist doch bestimmt wieder hier so was Niedliches, so, so Kinder, so richtig was für mein Alter, würde ich sagen. Ah, da müssen wir mal gucken, so was haben wir hier. IL-2 Sturmvolk. Sturmvolk. Birds of Prey. Ja, da kommen bestimmt Flieger. Herrscher der Lüfte im kriegsgebeutelten Europa. Ne, sowas spielt Schöni. Da hab's keine Lust dazu. Aber es war ja nicht mehr dabei. Vielleicht verkaufe ich schon manches dann wieder, was ich nicht spielen will. So, dann haben wir hier Rennspiele. Midnight Club Los Angeles. Komplett Edition. Herrlich, das ist Autorennen. Hier noch ein Blur. Blur Autorennspiel. Dann haben wir noch, oh, Need for Speed Hot Pursuit. Das hab ich auch noch nie gespielt. Ach, das kam mal fast 50 Euro. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ne? Das ist, Preise sind das. Preise sind das. Was haben wir hier? Devil May Cry. Devil May Cry. Das sagt man gar nicht. Wie gesagt, bei manchen die Macht des Bösen. Ja, da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich fange ja mit solchen Sachen ja, mit. Oh, da muss ich wirklich viel. Also wenn er da ein ordentliches Let's Play von mir erwartet, das wird es definitiv. Ja, also... Sag mal so, das bringt das nicht. Aber man kann es ja versuchen, spielt, das soll ja auch Spaß machen. Ich denke, wenn man alles bringt, ist es nicht. So, was haben wir denn hier und was ist denn das jetzt? Was? Vibe? Vibe Out Fury. Mhm. Enthält den gesamten Inhalt. Spüre den Rauch. Was? Den Rausch. Von Kampfrennen. Ah, Adrenalin beginnt, wo die Schwerkraft aufhört. 8 futuristische Spielmodi mit neuen Events. Ah, ich glaube, kann man hier mit Raumschiffen durch die Gegend. Ich weiß es gar nicht, hier so mit diesen Dingern. Das ist, klingt auch schon interessant. Schon weit Snowboarding. Aha. Das ist ja mal ganz was anderes. Können wir Snowboard fahren oder was? Das, oh, oh, da haben wir ja Spiele, haben wir hier Hawks 2,
Tom Clancy's Hawks 2. Das ist bestimmt irgendwie Flugzeuge abschießen und Luftkrieg ohne Limit. Aha, ne Krieg. Ballerei wieder. Bullerei. Assassin's Creed 4. Black Flag. Aha. Ich habe schon keine Ahnung, was das so ist, wie gesagt. Gehört vom Namen auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch. Hier haben wir noch. Grid 2. Das ist sehr schön. Grid 2. Wir haben gar keinen Platz mehr auf dem Tische. Need for Speed ran, jetzt hab ich sie für die PS3, ne sowas. 30 Euro, ich hab für meins damals 50 bezahlt vom Computer. Und dann durfte ja nur noch einer mitspielen, da hätte er mal die Gesichter von meinen Kindern sehen sollen. So, Essentials, Tekken 6. Keine Ahnung, was das sein soll. Der Kampf deines Lebens. Aha. Hochauflösende Grafik, dynamische Best of PlayStation. Keine Ahnung, wie gesagt, kenne ich nie. Und dann haben wir nochmal Assassin's Creed Revelations. Revelations. Aha, was auch immer das ist. Ja. Ja, jetzt ist die Kiste leer, meine Lieben. Da kann ich nur hoffen, dass sie funktioniert. Da muss ich das mal ausprobieren. Ja, und da haben wir hier schon wieder einen Haufen Spiele, die man zusätzlich spielen könnte. Ja, man könnte eigentlich den ganzen Tag nur noch spielen. Und ich weiß gar nicht was. Ja, für den ganzen Haufen, solche ich mal Sommerstoffe bezahlt habe, 108 Euro mit Versand. Inklusive Versandkosten. Nur die PS3, die zwei Controller und die ganzen Spiele waren dazu. Ich denke, da kann man eigentlich nie viel verkehrt machen. Würde ich mal so sagen. Das ist zumindest meine Meinung. Ist das? Das ist zumindest meine Meinung. Dass man da nie unbedingt viel verkehrt macht. Ja. Ja. Ja, also haben wir ja schon wieder die Qual der Wahl, was spielt man denn als nächstes, obwohl ich ja gerade in dem Infovideo gesagt habe, was spielen will, aber da müssen wir mal gucken hier. Da müssen wir mal gucken, was wir da so angehen noch. Ich muss ja erstmal bei anderen gucken, was manches Spiel so ist, wie das ist, ob ich es von vornherein gleich mal wegsortiere, weil es nichts für mich ist im Moment. Schauen wir mal. Ja, meine Lieben. So ist das gewesen sein. Ich habe ja gesagt, wenn es im Thema Spiele geht, dann packen wir auch mal was aus. Und das hat sich ja nur gerade hier gelohnt. Nicht das große Auspacken. Ja, hoffe ich, hat ein bisschen Spaß gemacht. Und dann gucken wir mal, sehen wir uns in einem von den Spielen oder in den schon aktuellen. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.